Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alayhi wa sallam. Wir fahren fort mit der Erklärung von der Sheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di von dem Vers der Geldschuld aus seinem Buch Taysir al-Latif al-Mannan fi Khulasati Tafsir al-Qur'an. Der Autor erwähnte etwa 20 nützliche Sachverhalte, die man aus diesem gewaltigen Vers entnimmt. Und wir erwähnten im letzten Unterricht 2 dieser nützlichen Sachverhalte und erwähnten die Aussage des Scheichs, dass der Befehl bezüglich dem Aufschreiben der Handelsgeschäfte und dass man diese bezeugen lassen soll, dass dieser Befehl, dass damit das Erwünschtsein gemeint ist und nicht die Pflicht. Und dass der Schreiber, der die Schuld aufschreibt, dass er gerecht sein muss, schreiben können muss und wissen muss, was man aufschreibt. Diese Pflicht ist also was? Das Aufschreiben und des Bezeugens ist erwünscht. Denn der Befehl deutet darauf hin, dass es erwünscht ist. Nicht Pflicht, denn nicht Wajib. Außer wenn man Angst hat, wenn man befürchtet, dass das Recht verloren gehen könnte. Und dass die Rechte nicht erfüllt werden, dann ist es Pflicht aufzuschreiben. Und dann ist es Pflicht, die Sache was bezeugen zu lassen, damit das Recht nicht verloren geht. Und das Behüten des Rechts ist eine Pflicht. Und dass das Recht oder dass das Vermögen geschützt wird, ist eine Pflicht. Und wenn diese Pflicht nicht verwirklicht wird, außer durch das Aufschreiben und das Bezeugen lassen, dann ist das Aufschreiben und das Bezeugen lassen Pflicht. Dann ist es Pflicht. Ebenfalls erwähnte der Autor, dass der Schreiber nicht schreibt, außer was der Schuldner ihm diktiert. Außer was der Schuldner ihm diktiert, wenn er mündig ist. Und wenn nicht, dann sein Vormund. Wie für die Leute, die schwach und unfähig sind, wie die Jungen oder Törichten oder Geisteskranken. Und ebenfalls erwähnte der Autor, dass man nichts auslassen darf. Das komplette Recht, die komplette Verpflichtung muss gänzlich aufgeschrieben werden, ohne irgendwas wegzulassen, ohne irgendwas auszulassen. Das waren was die beiden Punkte, die der Autor erwähnt hat, die wir gestern miteinander angeschaut haben. Danach kam der Autor zum nächsten Punkt und sagte, dieser Vers deutet darauf hin, dass das Zugeständnis von den stärksten Mitteln ist, mit denen die Rechte gesichert werden, welche in Verpflichtung stehen. Was? Das Zugeständnis. Genauso wie die Entlastung der Pflicht gesichert wird, yani durch das Zugeständnis, und zwar der offenen Rechte. Wenn also der Gläubige zugesteht durch die Entgegennahme oder durch die Entlastung bzw. korrekte Befreiung der Schuld, dann gilt das. Wenn der Gläubige was zugesteht, zugibt, der Schuldner hat mir die Schuld zurückgezahlt. Oder sagt, ich habe sie ihm entlassen. Ich möchte sie nicht mehr von ihm zurück. Dieses Zugeständnis von ihm gilt. Er kann nicht nachher sagen, ich habe einen Fehler gemacht oder es war eine Lüge oder irgendetwas. Der Scheich sagt was?
Er wird nicht entschuldigt. Derjenige, der zugestanden hat, wird nicht entschuldigt. Auch wenn er behauptet, dass ein Fehler geschah oder dass gelogen wurde. Und so weiter. Irgendwelche Behauptungen oder Entschuldigungen. Es wird nicht entschuldigt. Du hast zugestanden. Fertig. Du hast gesagt, du hast es bekommen oder er ist befreit. Punkt. Ist vorbei. Deshalb sagte der Scheich, das Zugeständnis ist von den stärksten Mitteln, mit denen die Rechte gesichert werden. Mit denen die Rechte was? Gesichert werden. Jene, die noch in der Verpflichtung stehen. Danach erwähnte der Autor den nächsten Punkt und sagte, dass aus diesem Vers entnommen wird, dass Allah darauf hinwies und dass er die Diener anwies, die Rechte zu wahren, die Rechte zu hüten. Durch was? Durch das Zeugnis, durch das Aufschreiben und durch das Pfand. Wenn dies auf der Reise oder in anderen Situationen nötig ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, wie wir erwähnt haben gestern, nehmt Zeugen. Und er sagte sinngemäß, so schreibt es auf. Und ebenfalls sagte er sinngemäß, so sollen es entgegengenommene Pfänder sein. All dies für was? Damit die Rechte gesichert werden. Damit die Rechte was? Gesichert werden. Er sagte, und die Grundlage des Zeugnisses ist hinsichtlich all diesen Vorgängen, seien es Verträge, Vertragsauflösungen, seien es Sicherungen, seien es Bedingungen oder Befreiungen und so weiter. Die Grundlage beim Zeugnis in all diesen Situationen oder bei all diesen Vorgängen ist was? Dass es zwei Männer sind, mit denen man zufrieden ist. Das ist die Grundlage beim Zeugnis. Yani die das bezeugen, die man als Zeugen nimmt, die das bezeugen sollen, die Grundlage ist, dass es zwei Männer sind, die diese Angelegenheit bezeugen. Zwei Männer, mit denen man zufrieden ist. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, so nehmt zwei Männer von euch als Zeugen. Und in einem anderen Vers, so sollen zwei Gerechte von euch dies bezeugen. Der Scheich sagte, wenn dies möglich ist. Wenn dies möglich ist. Wenn es nicht möglich sein sollte, dann ein Mann und zwei Frauen. Ein Mann und zwei Frauen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagte, wenn es nicht zwei Männer sein sollten, dann ein Mann und zwei Frauen. Ein Mann und zwei Frauen. Der Scheich sagte, und in der Sunna wurde festgelegt, dass das Zeugnis von einem akzeptiert wird, mit dem Schwur des Gläubigers. Mit dem Schwur des Gläubigers. Wenn jemand sagt, der so und so schuldet mir Geld. Der Richter fragt, hast du Zeugen? Er sagt, ich habe einen Zeugen. Und ich schwöre, dass er mir Geld schuldet. Das gilt auch. Warum? Weil dies in der Sunna festgelegt wurde. Und der Autor weist mit diesem Satz auf den Hadith hin, der von Muslim überliefert wurde in seinem Sahih von Ibn Abbas, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Zeugen mit dem Schwur annahm. Das ist was? Bezüglich der Zeugenaussage. Was ist die Grundlage? Dass das von zwei Männern ist. Die Zeugenaussage kommt von zwei Männern. Zwei Männer, mit denen man zufrieden ist, bezeugen diese Angelegenheit. Wenn es nicht zwei Männer sein können, dann ein Mann und zwei Frauen. Und durch die Sunna wird bestätigt, dass ein Mann und der Schwur des Gläubigers ebenfalls akzeptiert werden.
Der nächste Punkt ist, den man aus diesem Vers entnimmt, dass das Zeugnis des Frevlers und des Unbekannten nicht angenommen wird. Was? Nicht angenommen wird. Und dass das, was Geltung hat, der ist, mit dem die Leute zufrieden sind und ihre oder seine Aussage bei ihnen zählt. Warum? Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß in diesem Vers, von den Zeugen, mit denen ihr zufrieden seid. Von den Zeugen, mit denen ihr was? Zufrieden seid. Und wir erwähnten ebenfalls die Aussage, und zwei Gerechte von euch sollen bezeugen. Das heißt, wenn jemand bekannt ist, dass er lügt oder für Freveltaten bekannt ist, oder wenn jemand unbekannt sein sollte, dessen Zeugenaussage wird nicht angenommen. Dessen Zeugenaussage was? Wird nicht angenommen. Das, was Geltung hat, ist die Zeugenaussage von dem, mit dem die Leute was? Zufrieden sind. Der rechtschaffen ist. Diese Zeugenaussage wird angenommen. Ebenfalls entnimmt man aus diesem Vers, dass das Zeugnis zweier Frauen wie das Zeugnis des Mannes ist, wie eines Mannes ist. Was ist der Grund? Weil Frauen dumm sind? Nein. Der Autor sagte, wegen der Vollständigkeit des Erinnerungsvermögens des Mannes und seinem starken Gedächtnis. So wie Allah dies erwähnte, als er sinngemäß sagte, damit, wenn eine sich von beiden irrt, eine die andere erinnere. Eine die andere erinnere. Und mit dieser Angelegenheit ist der Hadith zu erklären, indem es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Frauen beschrieb, dass sie einen mangelhaften Verstand haben. Das ist damit gemeint. Gemeint ist was? Dass ihr Erinnerungsvermögen und ihr Gedächtnis nicht so ist wie das des Mannes. Warum? Weil sie mit so vielen Dingen beschäftigt ist. Weil sie mit so vielen Dingen beschäftigt ist. Und dieses Urteil ist allgemein. Das ist ein allgemeines Urteil. Denn es gibt Frauen, die ein viel stärkeres Gedächtnis haben und ein stärkeres Erinnerungsvermögen haben als viele Männer. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Frauen einen mangelhaften Verstand haben, damit ist nicht gemeint, dass die Frauen dumm sind. Gemeint ist was? Dass die Frauen vermehrt vergessen. Warum? So wie Allah es sagte, damit, wenn eine sich von beiden irrt, eine die andere erinnere. Eine die andere erinnere. Warum? Was ist der Grund, dass die Frau mehr vergisst? Weil sie mit so vielen Dingen beschäftigt ist. Wie zum Beispiel das in Ordnung bringen des Hauses. Putzen. Kleider waschen. Abwaschen. Schwangerschaft. Geburt. Stillen. Kinder erziehen. Dass sie ständig mit den Kindern ist. Dass sie dem Mann dienstlich ist. Sie hat die Monatsblutung. Sie hat das Wochenbett und so weiter. So viele Dinge, die dazu führen, dass sie vermehrt Dinge vergisst. Und dann kommen einige
die behaupten, die Frauen sind dumm, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sie haben einen mangelhaften Verstand. Nein, du bist dumm. Es obliegt uns, dass wir unsere Frauen schätzen und dass wir ihnen helfen und dass wir gut zu ihnen sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war zu Hause im Dienste seiner Familie. Er half ihnen. Und er war der Beste zu seinen Frauen. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, der Beste von euch ist der Beste zu seinen Frauen. Und ich bin der Beste zu meinen Frauen. Und deshalb müssen wir das, was unsere Frauen tun, schätzen und ihnen helfen und gut zu ihnen sein und gut mit ihnen umgehen. Ebenfalls von den Dingen, die der Autor erwähnt hat, die man aus diesem gewaltigen Vers entnimmt, ist der Beweis, dass derjenige, der seine Zeugenaussage oder das Zeugnis, welches er ablegen möchte, vergisst, denn er hat es vergessen, sich danach daran aber erinnert. Oder er wurde daran erinnert, dass diese Zeugenaussage korrekt ist. Wieso? Denn Allah sagte doch sinngemäß, damit wenn eine sich von beiden irrt, die andere erinnere. Das heißt, derjenige, der eine Zeugenaussage machen möchte, dann aber vergisst, sich dann erinnert, oder jemand ihn daran erinnert, und er sich dann erinnert, dass die Zeugenaussage korrekt ist. Ebenfalls entnimmt man aus diesem Vers, dass es nicht erlaubt ist, für etwas Zeugnis abzulegen, etwas zu bezeugen, außer eine Sache, über die man Bescheid weiß und über die man Gewissheit hat. Denn die Zeugenaussage wird aufgeschrieben, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Der Scheich sagte, wenn also jemand zweifelt, ist es nicht erlaubt für ihn Zeugnis abzulegen. Sondern man bezeugt eine Sache, über die man Bescheid weiß, die man kennt und sie weiß und Gewissheit hat über diese Sache. Und mit der Erlaubnis Allahs werden wir im nächsten Unterricht hier an dieser Stelle weitermachen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.